Guten Tag, wir haben eine Frage an dich. Weißt du, warum der Sommer noch nicht da ist? Wegen Frühling. Der Frühling kommt zuerst, ne? Ja. Aber der ist doch auch noch nicht da, oder? Ist doch viel zu kalt. Aha. Findest du nicht, dass es zu kalt ist? Finde ich. Findest du, es ist zu kalt? Ja. Meinst du, wir können da was dran ändern? Meinst du, wir können den Frühling irgendwie schneller mal hier hinholen? Ja. Wie machen wir das denn? Wärmer anziehen. Wärmer anziehen. Das ist ein toller Tipp. Ich danke dir und wünsche dir einen ganz schönen Tag. Film begeben. Der Herr muss keinen dicken Mantel tragen, weil hier ist die Heizung volle Kanne am Laufen. Wir fragen ihn jetzt, können Sie uns sagen, wo der Sommer ist? Noch weit weg, sicherlich. Wir haben von zuverlässiger Stelle erfahren, dass er gar nicht nach Deutschland kommt dieses Jahr. Was sagen Sie dazu? Das glaube ich nicht. Irgendwann kommt er schon. Ja? Sind Sie sich sicher? Aber ganz bestimmt. Wir haben jetzt gehört, dass die Energie- und Heizkostenunternehmen das so geplant haben, damit wir unseren Urlaub nicht mehr in weiten Gefilden verbringen, sondern unser Geld schön dafür ausgeben, schön warme Wohnungen zu haben. Das heißt, der Sommer wird abgeschafft. Das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar. Was können wir dagegen unternehmen? Unternehmen wohl allein sicherlich nicht viel. Sie meinen, wenn wir viele Menschen zusammen sind und für den Sommer kämpfen, würden wir ihn dann doch hier hinbekommen? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass wir das damit schaffen. Ja, das ist leider nicht sehr optimistisch gedacht. Na gut, dann bedanken wir uns für dieses Gespräch und wünschen Ihnen viel Spaß an Ihrem warmen Örtchen. Dankeschön. Ob die Deutschen heizen. Was machen wir dann? Tja, das weiß ich auch nicht, was wir machen. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und wir hoffen, die Antworten werden wir im Laufe des Tages finden. Ja, ich schätze mal, irgendeinen Kluger, den finden Sie schon, der da eine Antwort drauf hat. Ne? Okay, vielen Dank. Haben Sie denn keine Antwort? Nein, leider nicht. Also wir machen nur die Frage. Ach, deshalb fragen Sie auch. Genau. Ne? Ah, wenn ich frage, bleibt dumm. Ja, haben genau. Sie nicht Sesamstraße in jungen Jahren? Ja, richtig. Und er legt sich krumm. Ja, wir legen uns nicht krumm, wir packen uns warm ein. Richtig. Dankeschön. Ja. Also wir dürfen Ihnen zwei Fragen stellen. Ja, okay. Guten Tag, wir haben von zuverlässiger Stelle erfahren, dass der Sommer dieses Jahr nicht nach Deutschland kommt. Können Sie uns sagen, woran das liegen könnte? Ja, aber das ist Weltende. Weltende, okay. Ja. Das hat heute noch keiner von sich gegeben. Vielleicht ist der Mann informiert von Informationen, die wir nicht haben. Aber können wir was dagegen tun? Weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Nein, keine Ahnung. Also, warm einpacken. Das ist totale Endung. Ist totale Endung. Okay, dann danken wir Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss. Guten Tag, hier spricht Carla Kolumna. Wir haben, es ist kalt in Deutschland, wir haben von zuverlässiger Stelle erfahren, der Sommer kommt nicht. Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen und verschiedene Leute dazu befragen. Super. Guten Tag, wir haben uns jetzt in wärmere Gefilden begeben. Der Herr muss keinen dicken Mantel tragen, weil hier ist die Heizung volle Kanne am Laufen. Wir fragen ihn jetzt, können Sie uns sagen, wo der Sommer ist? Noch weit weg, sicherlich. Wir haben von zuverlässiger Stelle erfahren, dass er gar nicht nach Deutschland kommt dieses Jahr. Was sagen Sie dazu? Das glaube ich nicht. Irgendwann kommt er schon. Ja? Sind Sie sich sicher? Aber ganz bestimmt. Wir haben jetzt gehört, dass die Energie- und Heizkostenunternehmen das so geplant haben, damit wir unseren Urlaub nicht mehr in weiten Gefilden verbringen, sondern unser Geld schön dafür ausgeben, schön warme Wohnungen zu haben. Das heißt, der Sommer wird abgeschafft. Das wäre furchtbar. Das wäre furchtbar. Was können wir dagegen unternehmen? Unternehmen wohl allein sicherlich nicht viel. Sie meinen, wenn wir viele Menschen zusammen sind und für den Sommer kämpfen, würden wir ihn dann doch hier hinbekommen? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass wir das damit schaffen. Ja, das ist leider nicht sehr optimistisch gedacht. Na gut, dann bedanken wir uns für dieses Gespräch und wünschen Ihnen viel Spaß an Ihrem warmen Örtchen.